Unsere Preise sind immer aktuell. Wenn am Dreikönigsfeiertag dann doch recht viele Autos auf dem Firmenparkplatz stehen, dann hat das Barlebe-Unternehmen Cybertrading Gäste. Das sind die Mitglieder der Freien Demokraten Börde, die sich hier zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammengefunden haben. Schon in der Begrüßung macht der FDP-Kreisvorsitzende seinen Sorgen Luft, denn der Konflikt im Mittleren Osten lädt sich immer weiter auf. Ja, natürlich bewegt uns das. Es bewegt uns, weil natürlich die letzten Tage uns alle hier verunsichern und wir ja doch danach streben, eine friedliche Zukunft zu haben. Deshalb ist es sicherlich auch heute Thema hier bei unserem Dreikönigstreffen. Gastgeber ist in diesem Jahr die Firma Cybertrading, die mit berechtigtem Stolz die Gäste zu einer Führung durch die fast neuen Betriebsräume bittet. So sehen wirklich moderne Arbeitsplätze aus und im Lager der Firma türmen sich die Netzwerkkomponenten, mit denen die Firma weltweit handelt. Die Cybertrading GmbH ist ein internationales Handelsunternehmen, also ganz kurz zusammengefasst. Wir handeln mit IT-Hardware weltweit. Also wir verkaufen natürlich auch Neuware und Gebrauchtware, und wir nennen die Gebrauchtware Refurbished Ware. Letztendlich ist das so, wir kaufen Ware ein, haben großen Warenbestand auch hier im Lager, und das Refurbishment heißt insofern, es wird general überholt. Die Ware wird von uns general überholt, es werden die Geräte getestet, optisch getestet und auch auf Funktionalität. Nach dem Rundgang und den damit verbundenen vielen Informationen setzen sich die Liberalen zusammen und sprechen über ihre Sicht auf die Politik der Gegenwart. Und da sieht man einiges anders, als es zurzeit opportun scheint. Es ist manchmal sehr fragwürdig, dass man nur mit Verboten oder irgendwelchen Restriktionen versucht, einzelne Handlungsweisen zu negieren. Und auf der anderen Seite man zusieht, wie Ressourcen oder wie Umweltschutz nicht gedacht wird, weiter zugelassen werden, sogar weiterentwickelt werden. Und unser Ansinnen ist auch daran zu erinnern, dass es nicht nur alles wegzuwerfen gilt, was scheinbar der Umwelt nicht gut tut, sondern besser ist, daran weiterzuentwickeln und vor allen Dingen auch mit einem vernünftigen Bildungssystem, sage ich mal, dann die Leute dafür zu sensibilisieren, eben halt in diesem Sinne auch zu denken. Es sind solche lokalen und regionalen Zellen, die das Rückgrat einer jeden politischen Partei ausmachen. Hier an der Basis wird eben die Parteiarbeit gemacht und in diesem Fall ganz traditionell eben liberal in Gelb, Blau und Magenta.